Das ist das Bundessportzentrum Südstadt. Zur Überraschung von ganz Österreich hat das Bundesministerium für Unterricht hier im Jahre der Leichtathletik 1969 im Rahmen seiner Sportförderung eine Produktionsstätte für österreichische, europäische und Weltrekorde geschaffen. Mit viel Geduld und Liebe zur Sache wurde die Leichtathletik aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt und die herrlichen Anlagen mit kräftigem Leben erfüllt. Nach ihren erfolgreichen Kämpfen bei den Europameisterschaften in Athen werden die österreichischen Leichtathleten an ihrer Spitze Lise Prokop unter dem Beifall von tausenden Sportfans geehrt. Und während auf dem Fußballfeld Austria und Admira Energie ihre Kräfte messen, gibt es einen rasanten Kampf im Feldhandball auf einem neuartigen Kunststoffplatz. Lise Prokop stellt im Weitsprung einen österreichischen Rekord auf. Und nachdem die Schweizerin Ammann die Jahresweltbestleistung eingestellt hat, verbessert Lise Prokop gleich noch einmal ihren österreichischen Rekord auf 6,48 Meter. Die Männer starten zu Laufbewerben. Die Damen zum Hochsprung. Und die österreichische Leichtathletik in eine schöne Zukunft.